Guten Tag. Sind Sie Frau Carla Hensler? Ja, was kann ich für Sie tun? Sie sind die Mutter von Anne Hensler? Ja, kommen Sie doch bitte rein. Was ist mit ihr? Anne. Oh Gott, Anne, was ist denn passiert? Ihre Tochter ist aufgegriffen worden, nachdem sie sich vor Schulbeginn auf dem Flur mit einem anderen Mädchen geprügelt hat. Unmöglich. Sowas würde Anne niemals tun. Außerdem wird ihre Tochter des Raubes verdächtigt. Sie soll das Mädchen verprügelt und anschließend gezwungen haben, ihr Handy zu geben. Das kann doch gar nicht sein. Unsere Tochter ist eine Musterschülerin. Wird sich noch nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. Das ist doch ein Missverständnis. Oder, Anne? Ich habe gar nichts gemacht. Diese Natascha ist wie eine Irre auf mich losgegangen. Ich habe mich nur gewehrt. Und ihr komisches Handy habe ich auch nicht. Sehen Sie, ich denke, damit ist alles geklärt. Ich befürchte leider nicht. Die Ermittlungen werden eingeleitet und die Staatsanwaltschaft wird garantiert Anklage erheben. Raub ist eine schwere Straftat. Das kann schwerwiegende Konsequenzen zur Folge haben. Ich würde Ihnen raten, sich einen Anwalt zu nehmen. Hallo. Guten Tag. Kommen Sie schon mal rein. Gerne doch. Ich hole Ihnen noch ein Glas Wasser. Dankeschön, wie aufmerksam. Gerne. Guten Tag, Herr Vollener. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten. Selbstverständlich gerne. Hallo, Frau Hensler. Und du musst Anne sein, oder? Hallo. Nehmen Sie doch bitte Platz. Dankeschön. Ja. Bitteschön. Sehr aufmerksam, danke. Ja, was ich am Telefon schon gehört habe, liegen durchaus schwerwiegende Vorwürfe gegen Anne vor. Raub ist kein Kavaliersdelikt. Wissen Sie, das Ganze kann nur ein Missverständnis sein. Wie meinen Sie das? Wissen Sie, Anne hat es aufs Gymnasium geschafft. Ich meine, sie ist eine Musterschülerin. Außerdem eine talentierte Querflötenspielerin. Sie spielt sogar im Schulorchester. Ja, sie würde niemals eine Prügelei mit einem Mädchen anfangen, geschweige denn ihr Handy wegnehmen. Okay, was sagt denn unsere Anne dazu? Dass diese Natascha lügt, sobald sie ihren Mund aufmacht. Ich hab nichts getan. Ich sag Ihnen mal, wie das war. Hey, Anne. Hast du Lust, mal wieder ins Kino zu gehen? Nee, lass mal. Ich bin gerade echt beschäftigt. Schade, bist du aber viel zu beschäftigt zurzeit. Wann anders? Klar, gerne. Ich melde mich bei dir, okay? Ja. Ciao. Ciao. Na, du kleines Miststück. Was soll das? Lass mich in Ruhe. Hey, was willst du von mir? Halt die Klappe. Ich will echt keinen Ärger. Den hast du jetzt aber. Hey, sofort aufhören. Sag mal, spinnst du? Alles okay bei dir? Ja, ja. Die ist einfach auf mich losgegangen. Ich habe schon mit der Polizei gesprochen und habe mir zu dem Gespräch ein paar Notizen gemacht. Warten Sie mal. Man wird ja nicht jünger. Da gibt's eine Zeugin, die Carina Weng, laut ihrer Aussage deine beste Freundin, Anne. Die hat gesagt, dass sie die Auseinandersetzung leider selber nicht beobachtet hat. Allerdings haben wir da einen anderen Zeugen und der will gesehen haben, wie du Natascha geschlagen hast. Natürlich hat er nicht mitbekommen, wie Natascha mich provoziert hat. Der ist ja auch erst ganz am Schluss dazu gekommen. Hat dich Natascha nur provoziert? Oder hat sie auch zuerst zugeschlagen? Das ist strafrechtlich verdammt wichtig. Denn nur wenn sie zuerst zugeschlagen hat, hättest du in Notwehr gehandelt. Sie hat mich zuerst geschlagen. Ich habe mich nur gewehrt. Sehen Sie, Herr Vollender, unsere Anne hat wirklich alles versucht, um diese Auseinandersetzung zu vermeiden. Na, wenn es so war, wie du sagst, Anne. Aber welchen Grund soll das Mädchen gehabt haben, gerade auf dich loszugehen? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die ja kaum. Die kam völlig aus dem Nichts. Sie gibt sich doch gar nicht mit mir ab. Natascha hält sich nämlich für was Besseres. Nur weil die mal bei irgendeinem Schönheitswettbewerb gewonnen hat. Was ist denn eigentlich mit dem Handy, das du der Natascha angeblich abgenommen haben sollst? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Handy nicht. Die Polizei hat es ja auch nicht bei mir gefunden. Dieses Mädchen lügt einfach wie gedruckt. Bitte können Sie unserer Anne helfen? Das werde ich versuchen. Als nächstes werde ich jetzt erstmal mit dieser Natascha sprechen und mir anhören, was sie zu sagen hat, okay? Vielen Dank. Sie haben nicht zu danken. Ich mache nur meinen Job. Und ja, Anne, wenn du wirklich unschuldig bist und das stimmt, was du sagst, dann werde ich beweisen, dass du hier das Opfer und nicht die Täterin bist. Natascha,
Natascha, zunächst mal danke, dass du dir die Zeit nimmst. Aber wenn du magst, wir können auch auf deine Eltern warten, wenn die bei dem Gespräch dabei sein wollen. Ach, das ist doch nicht nötig. Ich habe schließlich nichts zu verbergen. Ja, genau, das ist ja die Frage. Schau mal, ich bin Annes Anwalt. Ich habe heute Morgen mit ihr über die Vorwürfe geredet. Und sie sagt, dass du angefangen hättest. Das ist eine glatte Lüge. Welchen Grund hätte ich denn dazu? Das weiß ich nicht. Sag du es mir. Die war einfach nur scharf auf mein Handy. Die wollte mich abzocken. Kann ich bitte vorbei? Wenn du einen kleinen Wegzoll bezahlst. Das Wegzoll? Hast du sie noch alle? Du gibst mir jetzt dein Handy. Auf keinen Fall! Ah, Lo, gib dein Handy her! Ich hab gar nichts in Frage! Nicht das Smartphone, das andere! Hey, sofort aufhören! Sag mal, spinnst du? Alles okay bei dir? Ja, ja. Die ist einfach auf mich losgegangen. Also, ich rufe jetzt die Polizei, aber vorher schnappe ich mir die noch. Was meinte die Anne eigentlich mit diesem anderen Handy, das sie angeblich haben wollte? Na, mein Zweithandy. Ich benutze es kaum. Es hat mein Papa gehört. Als er sich letzte Woche dann ein neues gekauft hat, habe ich eben das alte übernommen, weil dann noch ein bisschen Guthaben drauf war. Aber ich weiß wirklich nicht, was sie mit dem alten Ding will. Aber dieses Handy ist bei Anne gar nicht gefunden worden. Vielleicht hat sie es ja versteckt. Ich meine, sie war ja einen Moment unbeobachtet, bevor der Lassinger, unser Lehrer, sie geschnappt hat. Hast du eine Ahnung, warum Anne ausgerechnet auf dich losgegangen ist? Ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung, Herr Vorländer. Ich kannte sie ja auch kaum. Aber ich hatte wirklich solche Angst. Wenn das stimmt, was du da erzählst, dann kann ich das natürlich nachvollziehen. Danke. Es tut gut, wenn einem jemand glaubt. Also das habe ich nicht gesagt. Und du hattest mit Anne vorher wirklich niemals Streit? Nein, ich will wirklich nur meine Ruhe haben. Ich würde ja auch von einer Anzeige absehen. Sagen Sie Anne das. Hauptsache, sie lässt mich endlich in Frieden und gibt mir mein Handy wieder zurück. Sie soll ihre Probleme wirklich nicht an mir auslassen. Bei Raub muss die Polizei ermitteln, auch wenn du keine Strafanzeige stellst. Was für Probleme hat Anne denn? Ich weiß nichts Genaues. Nur das, was man eben so hört, dass sie in Schwierigkeiten steckt. Ich weiß, sie machen nur ihren Job, wenn sie Anne verteidigen. Aber die ist gefährlich. Irgendwas stimmt mit der absolut nicht. Ich bin mir nicht sicher, welches Mädchen nun die Wahrheit sagt. Für Anne spricht, dass sie bisher wirklich immer eine Musterschülerin war und auch dieses angeblich gestohlene Handy bei ihr nicht gefunden wurde. Aber auch Natascha wirkt sehr glaubwürdig. Allerdings vielleicht ein bisschen zu sehr. Doch wenn es stimmt, was sie sagt, dann stellt sich die Frage, warum Anne ausgerechnet dieses andere Handy haben wollte. In welchen Problemen könnte Anne stecken? Ich glaube, ich muss meiner Mandantin noch mal ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen, um wirklich die ganze Wahrheit zu erfahren. Guten Tag, Sabine Gantner. Ich komme vom Jugendamt. Guten Tag. Sie sind die Eltern von Anne? Ja, wir sind die Eltern. Wir wollten eigentlich nur unsere Tochter abholen. Aber die ist nicht da. Die Lehrerin meinte, wir sollen noch hier warten. Sie wollten mit uns sprechen. Ja, ich bin eigentlich wegen einer anderen Sache vor Ort. So, gibt es ein Problem? Es gibt vielleicht mehrere Probleme, aber klären wir das doch da drin, ja? Kommen Sie mit? Okay. Mhm. Sie wissen, dass Anne seit 6 Wochen nicht mehr regelmäßig am Unterricht teilnimmt? Wie bitte? Das kann nicht sein. Dann haben Sie auch nicht die unzähligen, unglaubwürdigen Entschuldigungen geschrieben? Nein, wieso sollten wir? Wir haben uns schon gedacht, dass die Entschuldigungen gefälscht sind. Wieso haben Sie denn nicht auf die Briefe reagiert, die von der Schule geschickt wurden? Aber was denn für Briefe? Wir haben keine Briefe bekommen. Tja, dann hat Anne die Briefe wahrscheinlich abgefangen. Das kenne ich schon aus anderen Fällen. Aber nicht unsere Anne. Ich meine, das ist eine vorbildliche Schülerin. Ich verstehe das alles nicht. Sehen Sie, genau das ist das Problem. Sie haben überhaupt keine Ahnung, was mit Ihrer Tochter los ist. Sie haben Anne einfach nicht mehr im Griff. Jetzt hören Sie mal, ja? Unsere Anne ist Klassenbeste. Ja, eine super Musikerin, die spielt hier im Schulorchester. Das war vielleicht mal, das war vielleicht mal. Aber das ist momentan leider nicht der Fall. Ich muss Sie wirklich dringend darum bitten, sich mit den Problemen Ihrer Tochter auseinanderzusetzen. Ja, davon können Sie mal ausgehen, das werden wir tun. Gut, denn wenn Anne weiterhin den Unterricht schwänzt oder wenn irgendwelche anderen Probleme auftreten, dann müssen wir uns von Amtsseiten einmischen. Was soll das genau bedeuten? Frau Hensler, Anne scheint offenbar große Probleme zu haben.
Und wenn Sie als Eltern nicht in der Lage oder nicht willens sind, sich darum zu kümmern, dann wird das Konsequenzen haben. Das kann dazu führen, dass Sie Ihr Sorgerecht verlieren. Wir brauchen Ihre Hilfe nicht. Tut mir leid, aber das ist nicht Ihre Entscheidung. Ich werde in ein paar Tagen mit einer Kollegin vorbeikommen, um die Lage noch mal zu überblicken. Sollte sich die Situation mit Anne nicht deutlich verbessern, dann wird es wirklich knapp. Ja, aber das versprechen wir uns, da werden wir uns drum kümmern. Gut, das wäre schön. Und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Wir müssen unbedingt rausfinden, was mit Anne los ist. Sonst entgleitet sie uns noch. Ich rufe jetzt den Herrn Vorländer an. Ich habe gerade in der Schule angerufen. Und Anne sollte eigentlich im Nachmittagsunterricht sein. Die ist da einfach nicht aufgetaucht. Beim Jugendamt haben Sie gesagt, das geht schon seit 6 Wochen so. Ja, aber ich kann mir das einfach nicht erklären. Ist Ihnen in den letzten 6 Wochen denn irgendetwas Besonderes aufgefallen am Verhalten von Anne? Oder ist irgendwas Besonderes vorgefallen? Nein. Also diese Schulschwänzerei, die wirft leider kein so gutes Licht auf Ihre Tochter. Ich fürchte, dass das Bild von der Musterschülerin ohne Fehl und Tadel, das Sie sich von ihr machen, dass das leider Risse bekommt. Wissen Sie, vielleicht ist das Ganze nur eine pubertäre Phase. Das mag ja sein, aber was, wenn sie Natascha wirklich überfallen und ausgeraubt hat? Dann sind am Ende, mit Verlaub, all ihre Schulprobleme womöglich nur die Spitze des Eisbergs. Jetzt machen Sie mir aber echt Angst. Ich meine, glauben Sie wirklich, dass Anne in Kriminalität abrutscht? Ich will es natürlich nicht hoffen, ja. Aber wir müssen dringend herausfinden, was der Grund für ihr Verhalten ist. Hallo zusammen. Hallo Anne. Wie war es denn in der Schule? Super. Ich habe nur echt viele Hausaufgaben. Bis später. Sie sollten dringend mit Ihrer Tochter reden. Und wenn Sie mögen und einverstanden sind, dann wäre ich da gerne mit dabei. Ja, wäre schön, Herr Vorländer. Kommen Sie bitte mit. Ich dachte, du hast so viele Hausaufgaben. Anne, wir wissen Bescheid. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wir reden hier gerade von den gefälschten Entschuldigungen und den abgefangenen Briefen der Schule. Und davon, dass du seit 6 Wochen nicht mehr in den Unterricht gehst. Das Jugendamt hat bereits mit deinen Eltern gesprochen. Warum machst du das? Weil die Schule langweilig ist. Aber keine Angst, ich habe alle Prüfungen mitgeschrieben und meine Noten sind immer noch okay. Wenn ich was wissen muss, kann ich das auch im Internet nachlesen. Internet? Du weißt ganz genau, dass das keine gute Idee ist. Im Internet, da steht auch viel Blödsinn und Halbwissen. Und außerdem von deinen Eltern weiß ich, dass du immer gerne zur Schule gegangen bist. Warum hast du da deine Meinung geändert? Sie sind mein Anwalt, Herr Vorländer. Sie sollen sich um den Vorwurf kümmern, dass ich Natascha geschlagen und ihr das Handy geklaut haben soll. Das heißt nicht, dass Sie in meinem Privatleben herumschnüffeln müssen. Jetzt pass mal auf, junge Dame, ja? Wir, das heißt dein Vater und ich, haben Herrn Vorländer engagiert, ja? Und uns ist es schon wichtig herauszufinden, was in deinem Privatleben hier nicht stimmt. Es gibt doch eigentlich gar keine Schwierigkeiten. Sie müssen nur beweisen, dass Natascha gelogen hat. Und wenn es euch beruhigt, kann ich auch wieder in die blöde Schule gehen. Was heißt denn hier blöde Schule? Ich, Mensch, das Jugendamt war hier, ja? Ich meine, im schlimmsten Fall entziehen die uns das Sorgerecht. Anne, ich glaube, du hast den Hammer noch nicht gehört. Du bleibst jetzt hier und hörst mir zu. Du besuchst jetzt ab sofort wieder regelmäßig den Unterricht. Ansonsten kann ich dir als Anwalt wirklich nicht helfen. Allein schon wegen dieser gefälschten Entschuldigungen könntest du suspendiert werden. Ist ja schon gut. Ich hab's verstanden, okay? Und jetzt lasst mich bitte endlich in Ruhe. Mann, ich kenne Sie gar nicht wieder. Ja, aber sowas passiert doch nicht von heute auf morgen. Da muss es irgendeinen Auslöser für dieses Verhalten geben. Ja, aber welchen? Ich werde es herausfinden. Was haben Sie jetzt vor? Also auf jeden Fall werde ich morgen mal kontrollieren, ob sie tatsächlich wieder zum Unterricht geht. Mhm. Ja, und dann nehme ich mir mal diese Carina Weng vor. Im Alter ihrer Tochter, da weiß die beste Freundin oft mehr als die eigenen Eltern. Deshalb werde ich die gleich mal anrufen und ein Treffen mit ihr vereinbaren. Hm? Carina Weng? Ja, genau. Hallo, dann sind Sie bestimmt Herr Vorländer, oder? Genau, hallo. Entschuldigung, dass wir uns hier treffen müssen, aber ich habe gleich Ballettunterricht. Kein Problem, ich möchte auch nur ganz kurz mich mit dir über deine beste Freundin Anne Hensler unterhalten. Naja, so genau weiß ich gar nicht, ob sie noch meine beste Freundin ist. Wieso das denn? Pass auf, wir wissen inzwischen, dass Anne die letzten 6 Wochen die Schule geschwänzt hat. Und ich würde gerne den Hintergrund kennen.
So genau weiß ich das auch nicht. Sie hat sich auch von mir komplett distanziert und total verändert. Wenn wir uns zufällig begegnen, sagt sie noch Hallo, aber das war's dann auch. War das in den letzten 6 Wochen auch schon so? Ja, leider. Alles, was wir früher zusammen unternommen haben, die ganze klassische Musik, die Liebesschnulzen, die wir uns stundenlang reingezogen haben, ist alles nur noch Bullshit für sie. Könntest du dir vorstellen, dass Anne sich so stark verändert hat, dass sie in der Lage gewesen wäre, Natascha Frenkel anzugreifen und ihr das Handy abzuziehen? Kann schon sein, aber andererseits, ich kenne Natascha und die ist alles Mögliche, aber sicherlich kein Opfer. Tatsächlich? Ja, wie ist sie denn dann? Na, Natascha ist halt die, die immer mit den coolen Jungs rumhängt und die tollen Klamotten anhat. Die ist so ein richtiges Alpha-Mädchen. Also mir gegenüber hat sie ganz schüchtern und ängstlich getan. Sie weiß halt, wie sie sich verhalten muss. Nach außen tut sie immer so lieb und brav. Aber eigentlich hat sie es faustdick hinter den Ohren. Du glaubst also eher Annes Version, die behauptet, dass Natascha sie angegriffen hat und die Schlägerei von ihr ausging? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass Anne in Schwierigkeiten steckt. Ich jedenfalls würde mich nicht freiwillig mit Natascha anlegen. Danke dir jedenfalls. Das wirft ein ganz neues Licht auf die Auseinandersetzung zwischen den beiden. Bitteschön. Tschüss. Tschüss, schönen Tag. Viel Spaß im Ballett. Danke. Tschüss. Was liegt in der Luft? Genau was? Kein Plan. Doch das liegt in der Luft. 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 Soll ich dich nicht doch in die Schule fahren? Bitte, Mama. Du brauchst mich jetzt nicht auch noch zu kontrollieren. Ich habe gesagt, dass ich in die blöde Schule gehe und dann mache ich das auch. Was heißt denn hier blöde Schule? Ist dir denn nicht klar, wie ernst die Situation ist? Das Jugendamt war in der Schule. Die wollen uns vielleicht das Sorgerecht entziehen. Und mit deinem Direktor muss ich auch noch sprechen, damit du nicht von der Schule fliegst. Ist ja schon gut. Ich hab's verstanden, okay? Hoffentlich. Dann bis heute Nachmittag. Ciao. Gespannt, wohin die Reise geht. Bestimmt nicht in die Schule. Hör mal zu. Wenn du mit uns abhängen willst, dann mach dich nützlich und besorg mir jetzt eine Cola. Ne, wird's bald. Hey Mann, wer hier mit uns abhängt, entscheidet immer noch ich, oder? Ja, alles klar. Cool. Gut. Hey Anne. Alles gut bei dir? Ja, klar. Nur die Bullen machen echt Stress wegen der Sache mit Natascha. Ja, das geht auch vorbei. Muss einfach nur cool bleiben. Bin ich ja. So mag ich meine Kleine. Übrigens, du siehst echt toll aus. Findest du? Ja, total. Oder? Was meint ihr? Ja, voll lässig. Siehst du? Du, Schatz, brauchst du irgendwie neue Klamotten? Nee, wieso? Ich frag nur, wir haben hier auf der Kreditkartenabrechnung so eine Abbuchung von einem Online-Versandhandel. 450 Euro für Klamotten? Das darf doch nicht wahr sein. Dann warst das nicht du? Nein. Hast du irgendwas gekauft? Den ganzen letzten Monat nicht. Mist. Nicht, dass wir jemand auf den Leim gegangen sind. Sowas hört man ja immer wieder. Ich hab da eher eine andere Befürchtung. Du hast was? Ach, Anne, du, ich habe irgendwie ein Problem. Echt? Was ist los? Ja, ich wollte ja heute Abend Billard spielen gehen. Da ist so ein Typ, der mit mir zocken will und hat sowieso keine Chance. Aber ja. Du bist auch ein super Spieler. Ja, also auf jeden Fall gewinnt er sowieso nicht. Nur muss ich halt als Einsatz irgendwie 50 Tacken auf den Tisch legen und mein Geld vom Amt ist noch nicht da. Ach so. Ja. Soll ich dir was leihen? Ging dir das? Ja, das wäre echt super. Das ist halt der Rest von meinem Taschengeld. Du kriegst es, sobald ich ihn abgezockt habe, kriegst du es sofort wieder. Das weiß ich doch. Was brauchst du? 50 Euro. Boah, danke. Voll cool von dir. Das gibt's doch nicht. Ja, so langsam, jetzt reicht's wirklich. Ich rufe den Vorländer an. Hallo, Frau Hensler? Hallo, Herr Vorländer. Sie glauben nicht, was passiert ist. Uns wurden 450 Euro von unserer Kreditkarte abgebucht. Von einem Online-Versandhandel für Klamotten. Lassen Sie mich raten.
Weder Sie noch Ihr Mann haben da etwas bestellt. Genau. Und jetzt vermuten Sie, dass das Anne war? Ja. Das passt leider in das Bild, das ich gerade von Anne gewinne. Wieso? Das erkläre ich Ihnen später. Ich checke jetzt erstmal diesen Versandhandel. Könnten Sie mir den Namen sagen? Young Stylers Shop. Danke. Ich melde mich bei Ihnen. Wiederhören. Wiederhören.